Hallo und willkommen zurück bei Sonic the Hedgehog 2. Dem geneigten Zuschauer fällt auf, dass sich was verändert hat. Ich habe jetzt auf einmal 20 Leben und der Punktestand ist ein bisschen höher. Kommt daher, weil ich inzwischen die Chaos Emeralds, also die Bonusrunden, aufgearbeitet habe. Einfach aus dem Grund, weil die in Sonic 2 spielerisch relevant sind und da wollte ich jetzt nicht noch weitere Zonen vergeuden, bis ich die endlich alle zusammen habe. Ihr werdet ja dann sehen, was das zur Folge hat, wenn man sie alle hat. In Sonic 2 sind es übrigens 7 statt 6. Und es hat mich mal so fröhliche 30 plus Versuche gekostet, die alle zusammen zu klauben. Meine besten Versuche habe ich zusammengeschnitten. Das Video kommt ungefähr jetzt. Also Anmerkungen anmachen, draufklicken. Dann könnt ihr sehen, wie die ganzen Bonusrunden so sind. Und weil einmal mir nicht reichte, ist mir eingefallen, nee, machst du das Ganze mal lieber in 60 Frames, damit die auch schön funkeln. Denn ich habe ja in diesem Let's Play immer das Problem, wie auch schon bei Sonic 1, mit dem Geflackere. Und wenn man dann am Ende der Bonusrunde ist und der Smaragd ist nicht zu erkennen, ist ja irgendwie unlustig. Also dachte ich mir, nimmst du mal mit 60 Frames auf. Hat soweit auch ganz gut geklappt. Dann musste ich es aber leider zweimal durch die Videobearbeitung jagen beim Zusammenschneiden. Dann hat es wieder ein bisschen anders geflackert, aber man sieht noch alles. Also normalerweise ist das hochfrequenter, aber man kann alles erkennen. Also zieht's euch rein. Ich warte kurz. Und jetzt geht's los. Was die nun zur Folge haben, diese Chaos-Smaragde, das werden wir sehen. Sobald ich 50 Ringe zusammen habe. Mein Freund, was machst du denn? Du schießt doch bestimmt deine Kappe. Hui. Oh. Da ist aber einer schon auf 180. So, die Dinger kennen wir ja noch aus der... Ah, da ist links was. Aus der Starlight-Zone aus Sonic 1. So, was mache ich denn jetzt am besten? Ich gucke erstmal hier rechts. So. Ach so. Das wäre eine Abzweigung. Hier kann man oben oder unten lang. Hä? Habe ich das nicht gerade schon weggemacht? Was soll das denn? Tch. Ist ja wieder mal eine super Speichererinnerung hier. Da, ah! Ach, da muss ich ganz hoch. Okay. Dann machen wir das jetzt auch mal. Kann ich da nämlich noch links rüber? Dann bin ich schon mal unsterblich. Gut, mehr ist hier aber auch nicht. Unsterblich und ganz nach oben. Ui. Aha. Gut, nehme ich an. Jetzt sind wir schon langsam bei. Oh. Ja, 50. Gut. Langer Rede gar keinen Sinn. Noch habe ich es ja gar nicht erklärt. Also, sobald ich 50 Ringe habe und jetzt in die Luft springe, werde ich zu Supersonic. Da bin ich beweglicher, ungefähr so wie wenn ich die Turboschuhe habe. Und ich bin unsterblich. Und ich sehe auch noch ganz schick aus, muss ich mal sagen. Also, ich habe das sehr spaßig in Erinnerung. Allerdings zählt dann der Ring-Count darunter. Also, meine Energie beziehe ich aus Ringen. Ich sollte also neue Ringe einsammeln, damit ich nicht am Ende wieder bei Null lande und mich zurückverwandle und gleich noch angreifbar bin. Und das Lustige bei Supersonic ist auch noch, das habe ich mir als Kind irgendwie nie klar gemacht. Sonic an sich heißt ja schon Schall. Und Supersonic heißt Überschall. So wie zum Beispiel Supersonic Speed, also Überschallgeschwindigkeit. Ja, muss man sich mal klar machen. Okay, los geht's. Boah! Oh. Und pünktlich zum Supersonic leckt es schon wieder. Ah! Um Gottes Willen. Muss mich an die Steuerung gewöhnen. Der geht ja wirklich sehr schnell. Wenn nicht sogar noch schneller als. Oh, wer bist denn du? Noch schneller als die Turboschuhe. Aber, ja, ich brauche mal wieder Ringe. Ich glaube, ich hatte damals in der Hilltop-Zone niemals die Smaragde schon zusammen. Oh. Sodass ich dass ich hier gar keine Erfahrung habe, in der Zone schon Supersonic zu sein. Oh, was war denn das? Eine Hülle? Wo soll ich denn hier raus? Hoch? Die da hoch? Nee. Hilfe! Hä? Muss ich hier links weiter? Okay. Man sollte also hier rein und links weiter. Okay. Ach, du bist ja süß.
Ja, leider kann man jetzt die Umgebung nicht mehr so genießen. Na, geht's hier noch irgendwo rein? Schade. Denn man muss ja drauf achten, ringmäßig am Leben zu bleiben. Oh! Ach komm, gib mir mal wieder was. Ah, es wird knapp. Okay, das hat mir nochmal kurz über die Runden geholfen. Oh, das sieht nach Erdbeben aus. Hä? Hui! Ringe, Ringe, Ringe! das schaffe ich nicht mehr. Hier ist gleich vorbei. Ich merke auch gerade, es zählt deutlich schneller als eine Sekundenanzeige, oder? Nee, jetzt sind es Sekunden. Ist es langsamer geworden? Ich glaube, ich bin hier sowieso gleich durch, oder? Ja! So. Gibt natürlich jetzt auch nicht mehr so den Ringbonus. Macht aber so ein Level wesentlich leichter. Jetzt habt ihr den Super Sonic auch mal gesehen. Der wird noch häufiger kommen. So. Gehe ich unten, gehe ich oben? Komme ich überhaupt hoch? Ja. Immer lieber oben lang als unten. Und was ist da oben? Tja. Schade, wie kommt man da hoch? Ah ja. Machen wir mal so. Wow! Theoretisch könnte es klappen. Oh, jawohl. So. Was ist jetzt hier unten wieder? Ich gehe mal lieber hier lang. Ja, macht dem Namen Hilltop alle Ehre. Hier geht's hoch hinaus. Uah. Na, einen gönne ich mir noch. So. Ich glaube, hier könnte ich runter. Okay, so ein bisschen wiederholen sich die Gegnertypen. Der sieht jetzt auch aus wie aus der Labyrinthzone von Sonic 1, ne? Ich gehe mal hier runter. Nur mit Feuer eben, anstatt mit Stacheln. Hups. Aha. Oh. Schlecht gelandet. Ich glaube, ich will ganz nach oben. Immer ganz nach oben. Ah. Okay, höher geht's hier gar nicht. Na gut. Ihr könnt mir gar nichts. Oh oh, hier gibt's wieder Erdbeben. Erdbeben. Ja. Ich wollte sagen, geht's hier mal ein bisschen höher. So, die Stacheln haben sie schon abgeworfen. Könnte ich sie mir ja mal schnappen. Ah! Voll, hat geklappt. Ah, nein, das wollte ich gar nicht, verdammt. Das ist so eine Sache, die hätte man vielleicht noch verbessern können, dass man... Haha, ihr seid trotzdem dran. So. Dass man den Upala... den Super Sonic vielleicht nur auslöst, wenn man im Sprung dann nochmal drückt, ne? Da oben waren schön viele Ringe. Ah, die hole ich mir, die hole ich mir. Nein! Warum? Oh. Brauche Kraftstoff! So. Wie er sich da einen abgezappelt hat. Na? Oh. Reicht. Ich bin eigentlich noch ganz gut versorgt. So, hoppa. Gut. Hätte ich mir eigentlich abkürzen können. Ja. Boss Time, oder? Ja. Na, da kann mir ja nicht so viel passieren. Ha, ha, ha. Fast so aus, als hätte ich das als normaler Sonic schon geschafft. Einfach da oben drauf zu bleiben. So.
Na gut, jetzt habt ihr nicht viel vom Boss gesehen, dafür viel vom Super Sonic. Mystic Cave Zone. Da ist meine Erinnerung wieder so bei 10%. Ich lasse mich mal überraschen. In der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.